So, da starten wir wieder. Auf zu neuen Abenteuern in der Walpurgisnacht. Die anderen auf ihrem Besen, ich auf meinem Fahrrad. Hat sich was geändert. Vor 2 Tagen war noch fast Sommer und heute ist schon Winter. Ich habe schon überlegt, ob ich die Winterjacke anziehe. Ich dachte, na, das ist mir jetzt zu affig. Ich bleibe lieber bei dem, was ich die ganze Zeit an habe. Da, das schöne Otzberg. Aber es ist schon gewaltig kalt. Das muss man sagen. Vor 2 Tagen noch 23 Grad, heute 8 Grad, 9 Grad. Das ist natürlich schon Nummer. Also wir sind eben gerade hier 2 Rennradfahrer entgegengekommen. Auch hier auf dem Weg. Da eine in kurzer Hose. Ich sag, da will ich abfrieren vom Fahrrad. Wahnsinn. Ja, die meisten können das nicht so glauben. Ein komischer Frühling ist das. Das ist ja fast schon Januar. Obwohl heute der 1. Mai ist. Unglaublich. Da oben sitzt der Storch drin und wärmt seine nackten Jungen. Und hier, tote Hose am Rand der Metterisch. An dieser verstaubten Marke oder so ein bisschen dreckigen Marke sieht man, wo das Wasser noch die vergangenen Tage war. Also dieses Jahr, wenn es weiter so trocken bleibt, besteht schon die Möglichkeit, dass der Rainer Metall an manchen Stellen trocken fällt. Das ist so ein Rinnsal, was da runterkommt. Die Natur selber natürlich, der grüne Tunnel. Aber man sieht es an den Bäumen, die lassen also die Blätter hängen. Das ist viel zu trocken. Ja, trist sieht's aus. Ja, der Storch, wie ihr wisst, auf dem Zimmer in der Höhe. Vielleicht findet ihr eine Maus. Ein Insekt. Jetzt, wo die Jungen da sind, dauernd unterwegs. Ja, gibt's in Haus erstmal den Blaubeermuffin als kleine Wegzerrung. Da oben die Höhen, Steinzeit, Höhen, Wohnplätze in der Steinzeit, vorne Semt, in dem Rabizheim. Jetzt ist der Tag, die Sonne kommt so ein bisschen zum Vorschein. Zum Glück habe ich nicht die Winterjacke genommen. Miet. Da sitzt sie. Die Schlossmiet. Da hinter der Schuh. Mach mal den Schuh. Ja, kurz vor 1 in Großumstadt. Gassen. Das älteste Haus von Großumstadt. Das alte Pfarrhaus ist das jemals. Den schönen Bohrer. Das ist die Stadthalle. Genau, der Auto ist drauf. Und da rennen sie, die wilden Tiere des Odenwaldes. Ja, jetzt haben sie mal erwartet. Das Gebüsch bietet Schutz.
Und da am Rand. Jetzt sind wir wieder bei der römischen Geschichte angelangt. Von Großumstadt aus Richtung Kleinumstadt. Dann sehen wir hier dieses unscheinbare Feld. Und vieles von dem, was die Archäologie heute noch weiß, also hier in Hessen zumindest, kommt von den Menschen der Geschichte. Einer dieser Menschen, das war der Jacobi Gies, hier eine römische Villa entdeckt haben will, beziehungsweise ein römisches Kastell. Also hier auf dem Acker soll ein römisches Kastell sein. Nur findet man überhaupt keine Zeugnisse von den Römern hier auf dem Acker. Es soll eins da sein, angeblich. Gefunden hat man nichts. Und hier auf dem Acker war bis in die 1950er Jahre eine Kiesgrube. Ein richtig tiefes Loch. Und dann kam die Flurbereinigung und dann ist daraus diese Ackerfläche geworden. Das wissen nur noch wenige. Aber die alten Leute, die jetzt alle schon gestorben sind, die haben das gewusst. Und von denen weiß ich das auch. Schönes Stück des mineralischen Odenwaldes. Das sind die Dinge, die ich früher mal gesammelt habe. Da sieht man das sehr schön, wie das aufgebaut ist. Und hier haben wir jetzt wirklich eine römische Villa Rustica vorliegen. Eine spätrömische Villa. Der Acker des großen Eggers 2008. Da habe ich das Geld für die Prospektion alleine zusammengesammelt. Und dann kam es in die Presse, selbst der HR hat mit den Leuten, mit denen ich das zusammen gemacht habe, ein Interview gemacht. Und dann hat der Archäologe so laut in den Telefonhörer reingeschrien, dass ich den Hörer einen halben Meter von meinem Ohr weggehalten habe. Da sieht man noch diese Villa-Reste, die hier rumliegen. Die Steine auf der Oberfläche. Ja, die waren hier wirklich in spätrömischer Zeit. Überall fließt rum die Mauerreste der römischen Villa. Ah, das ist ja auch schon wieder ein Herz. Ein Villaherz. Nehmen wir gleich mit. Ohne die jahrelange, immer wieder genaue Beobachtungsgabe des alten Heimatforschers August Fischer hätte man das überhaupt nicht entdeckt. Das ist die Wahrheit, die hinter dieser Geschichte sich befindet. Weil sich nachher alle so aus dem Fenster gelehnt haben, dass sie die Organisatoren sein wollten und sie die Entdecker dieser tollen, nachgewiesenen römischen Villa. Ohne den August hätte sie überhaupt nichts gefunden. Gar nichts. Das ist die Wahrheit an der Stelle. Ohne den August Fischer wäre diese sensationelle Entdeckung 2008 gar nicht möglich gewesen. Im Mittelpunkt die Römer, die hier an diesem Ort ihre Villa aufgeschlagen haben. Warum haben sie das überhaupt gemacht? Das haben sie deswegen gemacht, weil man hier alles sieht. Da vorne im Dunst ist der Felsberg. Den haben sie zum Beispiel gesehen. Da war die Signalstation oben drauf, weil da war ja auch der Werksplatz drauf. Wir erinnern uns, da hat man die Säulen für die Konstantinkapelle in Trier hergestellt. Trier ist das Kap hier, wo die Porta Nigra, also dieses schwarze Stadttor, steht. Ja, alles römische Geschichte. Da fahren wir mal weiter Richtung Schoffen, ins Land vom Helmut Hess. Außer einer von der ganz großen Heimatgeschichte, leider auch schon gestorben. Das war ein lieber Mensch und der hat auch unheimlich viel gewusst und hat genau dasselbe erleben müssen, diese Profilierungssucht von Dritten, die gar nichts gewusst haben von der Geschichte, von der Heimatgeschichte. Ich will noch abschließend sagen, wenn wir das hier alles in Bayern entdeckt hätten, da wäre das ganz anders gelaufen. Da wäre der große Bahnhof für uns aufgegangen. Da wären wir in die Presse gekommen, da hätte das Fernsehen darüber berichtet, da hätten sich die Archäologen an unsere Seite gestellt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil in Bayern ist ja alles öffentlich, sind ja alle Denkmäler richtig öffentlich. Jede römische Hinterlassenschaft, wo die genau ist. Das ist im Grunde genommen auch noch richtig so, weil es ist ja unser aller Erbe und nicht das Erbe der Denkmalpflege.
Deswegen wäre das in Bayern ganz anders gelaufen. Die Bayern gehen mit ihrer Heimatgeschichte ganz, ganz anders um wie die Hessen. Schade, dass das nicht hier in Bayern ist. So, kommen wir wieder in den anderen Stadtteil von Großumstadt. Nach Großumstadt Kleestadt. Kleschet, wie die Umstädte sagen. So, ohne wo man drauf guckt, das ist das alte Rathaus von Kleinumstadt. So viel erinnert so ein bisschen an das alte Rathaus in Lengfeld. Und wie so ist im Odenwald, geht es natürlich hier auch erstmal wieder hinauf. Zwischen Kleestadt und Schlierbach rechts den Berg hinauf gefahren. Sieht man sie wieder, die anderen Bäume, die Wasserbäume, gibt es halt hier auch. Dann kommt man dann hier oben raus, in diesem schönen Hütchen, mit dem Ahlebaum, und kann dann hier unten auf Kleestadt blicken und da hinten auf Kleinumstadt und ganz hinten auf Großumstadt. Jetzt sind wir auf der Höhe. Hier können wir da den schönen Otzberg erkennen, wie er so rauslugt. Hier vorne ist der Binselberg mit seinen Windkraftanlagen. Dann geht es hier weiter rum. Und dann sieht man hier vorne die Spessarthöhen. Da vorne das Waldstück, das nennt man Buchertgräben. Das sind so ganz tiefe Gräben, die im Mittelalter entstanden sind, wie es so stark geregnet hat, wie die Leute an den Berg hinauf sind. Das sind Buchertgräben. Und da oben drüber läuft der Schiffsweg entlang, der römische Schiffsweg. Zum Verladehafen, zum Möbelkämpf nach Nilkheim. Und da oben am Binselberg, wo die Windräder stehen, da gibt es die ganzen vielen Hügelgräber im Wald. Das ist nämlich die Oberhöhe, ist das da oben. Verwechselt es immer wieder. Das ist die Oberhöhe. Und da voraus ist der Spessart. Und da die höchste Erhebung, was man da noch so im Dunste sieht, wenn die Kamera sich wieder scharf gestellt hat, da, das ist der Hahnenkamm. Ich kann es gerade so erkennen. Und dann da oben, neben Buchertsgräben, erkennt man so einzelne Bäume. Und genau da ist der germanische Thingplatz. Der alte, vergessene germanische Thingplatz. Der Helmut Hess, der Heimatgeschichte hier aus Schafheim, der immer lauter Sachen publiziert hat. Deswegen ist er immer mit der Denkmalpflege hier in Hessen aneinander gerasselt, weil er immer alles aufgeschrieben hat. Und dann hat er das selber herausgebracht über den Heimatverein Schafheim. Schoffen von Oppe, kann man mal gucken im Internet. Interessantes Buch über die Schafheimer Heimatgeschichte. Der hat es geschrieben, in den 80ern haben sie das Geld schon dafür zusammen gehabt und dann war aber was anderes wichtig, den Hessen war was anderes wichtig. Und dann haben sie schon prospektiert, man weiß, dass da ein germanischer Thingplatz unten drunter ist. Und da die Kühe, das schöne Odenwald. Das ist eine schöne Gegend hier. Kein Wunder, dass die sich damals hier niedergelassen haben, die Jungsteinzeit und dann die Römer. Und dann die Franken. Man nicht vergessen, die kamen ja dann in der Zeit so 750 nach Christus. So schön cool. Aha. Deswegen darf man die Kühe auch nicht essen, weil das sind ganz liebe Tiere und super intelligent. Ja? Ach, ach. Hm?
So, von der Truppe von Waldrand Komisch, kleine Umstadt. Das war jetzt da runter fahren, Kühe streicheln und dann hier hochschieben. Der wird gewaltig den Berg hinauf. Wenn die Windräder. Dann geht es jetzt weiter in die Richtung zu diesem Tingplatz. Das dauert ja noch ein bisschen. Da waren sie eben, die Hexen, wie sie zum Blocksberg geflogen sind. So schnell ging's. Da vorne am Waldrand sind Buchertsgräben. Und hier vorne am Spessart, hier gegenüberliegend vom Spessart, sieht nur so aus, ist da noch ein ganz schön Stück weit entfernt, ist die Papierfabrik in Stockstadt. Da war das römische Kastell. Dahin ist die hohe Straße gezogen von Dieburg zum Kastell nach Stockstadt. Da wo die zwei Schornsteine sind, wo heute die Papierfabrik ist. Und das war da vorne der nasse Limes. Da vorne am Main verlief die Limeslinie. Und dass da oben der germanische Tingplatz war, ist auch kein Wunder. Weil da hinten im Spessart, bei Ammerbach, im Odenwald und dann gegenüberliegend im Spessart, gibt es das Ort Neudorf. Und in Neudorf ist ein nachgewiesener Tingplatz, auch von den Germanen. Und den hat man von hier oben aus auch gesehen, im Spessart. Der ist so die Richtung, wo ich jetzt mit der Kamera hindeute. Die haben sich untereinander gesehen. Und wahrscheinlich da auch auf dem Hahnenkamm im Spessart, da war vielleicht auch so etwas. Dann auch da unten, das zeige ich aber noch, wenn wir da oben da sind. Man hat hier eine Bodenprospekte in den 80ern gemacht, das hat der Helmut Hess mir damals noch erzählt, der hat mir auch den Platz hier gezeigt. Und da hat man einen Platz hier unten drunter entdeckt. Und die haben die sich getroffen, die alten Germanen. Und haben Ting gehalten, also Rat gehalten. Und das haben sie natürlich deswegen gemacht, weil man von hier oben wirklich alles sieht. Da hinten in dieser Richtung, da ist Neudorf bei Ammerbach, wo man auch diesen Platz, wo man von dem Platz auch hierher sehen kann. Da drüben im Spessart hat es auch mehrere solcher Plätze gegeben. Da drüben ist der Hahnenkamm. Da könnte sowas auch gewesen sein. Und dann hier runter, das sieht man jetzt leider nicht. Da unten ist der Taunus mit dem Altkönig. Das weiß man ja sowieso, dass da die Kelten waren und da war auch so ein Platz. Also man hat von hier aus eine super Sicht und deswegen haben die sich hier oben getroffen. Es war ein Ort der Versammlung. Sehen tut man überhaupt nichts. Dann fahren wir weiter da runter, da kommen wir dann zum Wartturm. Die nächste Station unserer Strecke. Und hier oben aus dem Wald raus, da kommt man an den Schiffsweg. Das ist hier oben der Schiffsweg, der römische. Steinzeitsiedlungen gab es hier überall. Hier auf dem Acker gab es eine Steinzeitsiedlung. Es waren eigentlich zusammenhängende Siedlungsflächen in der Jungsteinzeit. Die sind rechts und links von diesem Turm da vorne, von dem Wartturm. Dann vorne in diese Richtung ziehend, zieht die Landwehr. Und die Landwehr geht da hinten über den Binselberg. Das habe ich auch schon mal aufgezeigt. Da ist dieser Grillplatz des Rathheimer Turms und hinten dran ist die Landwehr. Und das ist diese Landwehr hier und davon ist dieser Wartturm noch da, dieser Zollturm. Alle Siedlungsfläche in der Jungsteinzeit. Sieht man auch, dieser Acker ist so ganz gerade. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass der Acker so gerade ist.
Da ist die Rakete von Schoffen. Der von Ratheim. Der Wartturm. Zum Start bereit. Das ist wie so ein Zauberhut. Da unten ist dort Pflaumheim. Hier vorne ist Ortschaft Ringheim. Ja, die Papierfabrik, schon gesagt. Und da der Ratheimer Turm. Und die Landwehr ist praktisch hier über diesen Akt der Turbär gegangen. Da hinten durch, Richtung Pinselberg. Und da können wir jetzt noch mal sehen, was von dem Wartturm, die Geschichte und auch die Landwehr. Und da waren wohl immer zwei Leute da, oder drei. Und das, was man da sieht, das ist so richtig, das ist das Klo. Da haben sie den Jungs dann auf den Kopf gemacht, wenn die den Turm hier einnehmen wollten. Der Eingang hier unten ist erst nachträglich entstanden. Denn eigentlich war der Eingang hier, das ist der eigentliche Eingang in den Wartturm. Die haben dann die Leiter nach oben gezogen und dann waren die gesichert. Wer hätte da schon rein wollen? Das ist der Balkon, jetzt einfach ein Balkon. Der Balkon war der Eingang in den Wartturm damals. Und gehen wir mal in den Wartturm hinein. Kann man was Informatives über den Wartturm sehen? Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da vom Hellen ins Dunkle kommt, dass man nicht auf die Banatzel fällt. Weil hier kriegt man ganz schön Geschwindigkeit drauf, eine ganz schöne Fallgeschwindigkeit, wenn man da runterfällt. Hier hoch, da sieht man die Schießschaden. Da haben sie dann mit der Muskete durchgeschossen, wenn es Ärger gegeben hat. Und der hier. Hier, wie gesagt, der ehemalige Eingang mit dem Holzleiter, das war bestimmt nicht so ohne. Wenn sie nur runtergefallen sind, waren sie bestimmt auch im Eimer. Und die Landwehr, die lässt sich noch so erahnen. Wenn man da vorne die Dalle sieht im Feld, das war der Landwehrgraben. Und hier ist hier quer kerzengerade rübergezogen zum Pinselberg. Das ist eine Arbeit. Nur wegen Zoll und Steuern. Jetzt hier hinauf und hier sieht man immer ziemlich viel Vogelscheiße an der Wand. Das hat was damit zu tun, dass hier die Turmfalken hier zu Hause haben. Jetzt kann man da so rausgucken und da hat man so einen grandiosen Ausblick aus jeder Luke. Geht rüber nach Schafheim. Das ist der Schafheimer Kirchberg. Da gibt es auch Sachen aus der Steinzeit oben drauf. Das sieht man auch von hier aus, da sieht man diese dunklen Flecken im Feld. Das waren die Siedlungsflächen in der Steinzeit. Da unten ist Industriegebiet Ringheim. Und man hört auch die Motocrosse von dieser Motocrossbahn, die es da gibt. Ja, die Toilette, da hat man sich gesetzt und hat sich seine Fracht entledigt. Da
Das ist der Flugplatz, der Modellflugplatz. Und da unten Blaumheim, Groß-Osterheim. Dann, wo der Schornstein ist, die Brauerei Ede, Groß-Osterheim. Und das Aschaffenburger Schloss sieht man von hier oben. Weil heute alles im Nebel, das sieht man nicht so gut. Und da hinten geht es auf die Altmauerhöhe hinauf. Und da sind ja römische Villen und Hügelgräber aus der Bronzezeit. Also man sieht, geografisch ist das schon eine durchdachte Umgebung. Da lässt sich auch die Landhöhe wieder erahnen, die da hinten zum Pinselberg zieht. Und da oben, da nistet der Turmfalk. Die kommen mal zu mir runter, setzen sich da in die Fenster. Und hier sitzen auch manchmal Tauben, deswegen sieht es halt so aus. Da stehen heute alle verewigt, wie es immer so ist. Jeder muss was hinkritzeln. Ich war hier. Am nächsten Mal Renovierung, ist alles wieder fort. Na gut, dann geht man mal einspecherisch wieder runter. Kann man mal sehen, wie es da runter geht. Also wenn man da stolpert, das wird schlecht. So. Da sieht man, wie das gemacht ist. Wie aufwendig. Da wird es jetzt ziemlich dunkel. Ich muss aufpassen. Wir haben lange Hände. Ich habe jetzt einen Glück mal Hennenwurf. Da, das sieht fast aus wie ein Nest. Was da drin ist. Und hier ist natürlich, also hier wird man ganz schön Speed drauf kriegen, wenn es dumm läuft. Ein paar Meter ist K-Gelände, also alte Leute oder Leute, die gebrechlich sind, Obacht. So, schafft. Ach Gott, das haben wir vergessen. Das war eigentlich so ein schöner gepflasterter Weg hier oben. Und da haben sie jetzt Teer drüber gemacht. Vollidioten. Das letzte Zeugnis, das letzte Relikt dieser Zeit unter Teer begraben. Da ist ja der schöne Wartturm. Und hier sieht es aus wie eine Rakete. Oder ein Zauberhut. Wir wollen zum Blocksberg fliegen. Heute ist ja die Walpurgisnacht. Und hier auf dem Acker ist, wie gesagt, auch eine Steinzeitsiedlung. Und man sieht natürlich jetzt nichts. Man sieht den Acker so ein bisschen dunkel, aber es ist alles wie Staub, da erkennt man gar nichts. Und da vorne ist ein Walde, ist ein Baum, so ein Bauer aus Schoffen. Und das, was man da sieht, ist nur ein kleiner Bruchteil von dem Baum. Der Hauptteil von dem Baum steckt im Acker fest. Das hat auch was zu tun mit der Flurbereinigung, die erst in den 1950er Jahren passiert ist. Da hat man das zugeschüttet und hat das da oben draußen gelassen. Der ist schon sehr, sehr alt, der Baum. Aber immer wieder wunderschön. Das ist eigentlich immer ganz einfach. Man muss immer gucken, immer so Feldern, ob man sowas sieht. So granulierte Erde. Das ist ganz fetter Löss. Man sieht dann diese schwarzen Stellen im Feld. Und da könnte sowas liegen. Das ist jetzt hier vorne so ein Henkel aus der Frankenzeit, beziehungsweise aus der Zeit, wo der Wartturm da oben ist. Und diese anderen Scherben, die da und die anderen hier, das Stück vom Rand, vom Henkel oder so, so wie es aussieht, das ist aus der Steinzeit. Ich habe schon mal erzählt, die Steine, die da drauf sind, das ist die sogenannte Magerung. Das hat man gemacht, damit sich die Hitze im Erdbrandverfahren besser verteilt hat im Gefäß und das Gefäß nicht gesprungen ist. Weil Gefäße waren immer sehr, sehr wertvoll. Die mussten immer sehr, sehr lange halten. Und wir haben sie zum Teil ja auch mit Tiersehnen
zusammen gemacht, wenn die kaputt waren. Da sieht man nochmal so eine schwarze Krume. Das ist halt aus diesen Brandgruben. Und die findet man hier auf dem Feld. Da muss man unbedingt drauflatschen aufs Feld. Die uralte Kulturlandschaft. Tingplatz. Kirschberg. Steinzeit. Und da vorne Schoffen. Und vorne dran im Wald ist ein Baum. Und hier auf den Feldern sieht man jetzt auch wieder Steinzeit. Und die Römer. Da vorne ist das Leuchtfeuer Charlie. Das da. Das ist der Radarpunkt hier vom Frankfurter Flughafen. Und da ist auch eine Villa Rustica im Feld. Und da ist das Leuchtfeuer Charlie. Ganz unspektakulär. Das ist das Radarfunkfeuer ist hier. Wenn man hier so über den Acker drüber blickt, wird man auch nicht denken, dass hier eine Villa Rustica ist von den Römern. Die nächste ist übrigens da unten auf diesem Acker. Da ist die nächste große Villa. Die ziehen sich hier wie in der Perlenkette hinunter zum Rhein. Und hier lese rum die Römerscherben. Ein römischer Rand. Das ist eine gute Augenschule, so ein Feld. Wenn man da drauf rumtappt und guckt sich das an. Wenn man mitnehmen, tue ich das in der Regel einen Schnitt. Weil, was soll ich damit? So interessant ist es dann auch nicht. Ein Stück von der römischen Leistenziegel. Das sieht interessant aus. Das sieht aus wie so ein Stück hier verbrannter Knochen. Könnte ein Stück Leichenbrand sein. Eventuell. Wegen dem weißen Einschluss noch. Daran erkennt man das. Kann sein, dass sie hier sowas gemacht haben auf dem Feld. Dass sie hier die Toten verbrannt haben. Wer weiß. Und noch eine römische Villa ist hier auf diesem Acker. Hier oben ist was. Wahrscheinlich ist hier oben das Bad. Und unten die Villa. Oder unten ist die Villa und hier oben ist das Bad. Da hat mich aber damals einer ganz schön eingeseift. Ich kannte mal einen mit den Initialen EL. Und der hat gesagt, dass er diese Villa gefunden hätte. Ich habe die dann weitergemeldet zum Amt für Denkmalpflege nach Bayern. Die haben sie dann eingetragen, weil sie haben gar nichts mehr davon gewusst, dass hier eine Villa drin ist. Aber dieser Typ, dieser EL, der hat es gar nicht entdeckt. Das war ein Herr Hock, der vorne aus dem Ort Pflaumheim. Der hat diese Villa in den 1900er Jahren hier entdeckt und nach Würzburg gemeldet. Das ist die Wahrheit mit der Villa. Ein schönes Beispiel dafür, wenn sich Leute profilieren wollen und sich profilieren. Weil es insofern ärgerlich, weil ich hier in diesem Acker etwas gefunden habe. Ich habe ein römisches Idol hier gefunden. Ein Tier, einen Hahn, leider ohne Kopf. Und den habe ich dann diesen Menschen überlassen. Mit den ganzen anderen Funden. Weil ich gedacht habe, dass er der originale Finder dieser Stelle gewesen wäre. Und da hat er mich eigentlich nur geuzt. So wie er das selber genannt hat. So ist das mit diesen Profilierern, diesen Unehrlichen. Und hier auf diesem unscheinbaren Acker vor Ringheim ist auch nochmal eine Steinzeitsiedlung. Eine Siedlung aus der Steinzeit. Aber es ist alles wie Staub, man kann nichts sehen. Hier kann man auch nichts zeigen. Hier vorne ist Ringheim.
eine, die liegen hier auf diesem Acker, ist auch noch eine römische Villa. Vor Ringheim. Dann geht es nach Schafheim. So, sind wir in Schafheim. Da ist wieder anders, da ist wieder viel los. Da unten sieht man ja den Fahrradstreifen. Man sieht, wie die Autos fahren. Fährt mir lieber auf den Bürgersteig, sicher. Und hier über diesen Acker, das war also da vorne über die Ecke, zieht die hohe Straße. Kommend von Dieburg, weitergehend da hinten durch den Wald, da runter, hinten an den Spessart zur Papierfabrik. Von Dieburg kommend. Das ist die hohe Straße, die zieht hier rüber. Also hier am Rand, schon hier vorne wo die Halle ist, da vorne dieses Feld, da hat man in den 80ern römische Brennöfen gefunden. Die sind heute noch in diesem Feld enthalten, die sind in etwa 1,5 bis 2 Meter tiefer. Und da hat man noch römische Tongefäße gefunden, die sie gebrannt haben und da zurückgelassen haben. Und dann ist hier eine Straße entlang gezogen. Da vorne, wie gesagt, wo die Halle ist, an dieser Mauer, da ist diese römische Siedlung gewesen. Und da hat der Helmut Hess, der große Heimatforscher aus Schafheim, der hat hier, wo diese Häuser gebaut wurden, da war ein Bauzaun, hat er erzählt, und da war eine römische Steinstraße drunter. Und der Bauträger, der hat ihm dann Baustellenbetretungsverbot gegeben, nur, dass das nicht publik wird, dass da eine römische Steinstraße drunter war. Dann haben sie die Steinstraße entfernt und haben da ihre Häuser drauf gebaut. Und wieder mal, man ahnt es schon, geht es steil den Berg hinauf. Und hier sind die Hügelgräber sogar ausgeschildert. Interessant. Was ein toller Zwieselbaum. Wow. Gibt auch Hügelgräber hier, die kenne ich noch gar nicht. Deswegen heißt, da muss ich jetzt mal reinfahren, mal gucken. Und die sind sogar mega groß, diese Hügelgräber. Die kannte ich jetzt wirklich noch nicht. Aha. Und da sieht man es wieder. Hügelgrab, Zwieselbaum, genau in der Mitte drauf. Ein toller Baum. Steht genau in der Mitte auf dem Hügelgrab drauf. Das ist dann die Erklärung. Hier ist eins, das wird aber nicht aufgeführt, dass das eins ist. Und hier ist eins. Und auch hier sieht man es deutlich, der Doppelkronbaum, der in Mitte des Hügelgrabes steht. Also ich sehe schon mal zwei Hügelgräber hier vorne, wo nur von einem die Rede ist. Von Schafheim geht es dann den romantischen Weg, neben der Straße entlang. Das ist eigentlich ganz gut gemacht hier, ist neu gemacht. Da sind so riesige Schlaglöcher drin. Und da drüben, die Höhe, da ist der Tingplatz. Und die römischen und die jungsteinzeitlichen Siedlungen. Und kühl ist es. Im Gegensatz von vor 2 Tagen ist jetzt schon wieder Winter. So, da rollen wir mal wieder ein bisschen ab Richtung Schlierbach. Die Meisen. Drüben war ich heute Mittag.
Von den Kleestadt schließt sich dann der Kreis wieder. Dann heute wird es wieder um die 50 Kilometer, ein bisschen mehr, wenn ich wieder daheim bin. So, habe jetzt einen Blick. Eins, was ich sehr merke, ist mein Bobbes. So, da wären wir wieder. Am Rainer Metalsch. Da kommen jetzt noch 56 werden es werden. Dann bin ich diesen Monat im April 726 Kilometer gefahren. 726 Kilometer ohne E. Das ist schon was.